clean up this city, didn't you? It'd be easier to burn it all to the ground. Believe me, just burn it all. Ja, willkommen zurück zu RoboCop und zu meinem Kanal. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Finde ich cool. Und ja, geht auch gleich los. Nur ich muss noch mal eben was erzählen. Ich habe ja im letzten Video hier aufgehört, habe auch nicht geguckt, was mich jetzt erwartet. Ihr seid genauso schlau wie ich. Ihr seid wahrscheinlich schlauer, ich habe wahrscheinlich schon woanders geguckt, aber ich habe so jetzt gar nicht geguckt. Ich weiß gar nicht, wie, wo, wann hier die Open World anfängt, ob das hier schon die Open World ist oder auch nicht. Ich werde gleich mal gucken. Ja, ich würde mich freuen, wenn ein Like da gelassen wird. Ja, Kommentar wäre auch kein Problem, wird dann auch beantwortet. Ist es also nicht das Problem. Wenn du natürlich videomäßig auf dem neuesten Stand bleiben willst, lass doch bitte ein Abo da, dann unterstützt du meinen Kanal. Und dann wird die Familie noch ein bisschen größer hier auf meinem Kanal. Und dann freue ich mich. Und ja, dann erziele ich mit meinem Kanal die 100 Abos denn noch ein bisschen schneller, wenn du ein Abo da lässt. Und wie gesagt, wenn du ein Abo da lässt, bist du denn immer auf dem neuesten Stand, wenn ich denn irgendwelche Spiele, Videos hochlade. Ja, so viel dazu. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir erstmal hier. Ah, okay, das ist also jetzt denn, das ist denn jetzt also denn hier die Map, die wir spielen, oder was? Oder die World. Okay, hier sollen wir hin. Okay. Okay, ja doch. Gut. Also. Ja. Sieht ja dann doch schon ziemlich. Ja. Ich würde sagen, groß aus, ne? Ich hätte mir jetzt so ein lineares Gegame jetzt vorgestellt, dass man jetzt denn so gesehen hier nur die Straße hat und dann hier so ein Straßenverlauf und aus ist die Maus, aber das ist ja ziemlich umfangreich hier. Oh, da kann man ja einiges anstellen, da kann man jede Menge Blödsinn machen, das ist ja cool. Okay, dann kann ich mir vorstellen, da das ja nun ein bisschen größer ist hier, die Map, so eine kleine Open World, RoboCop Open World, kann man sagen. Boah, schon cool, gefällt mir. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass hier denn so die ein oder andere Nebenmission ist. Wie das natürlich denn hier mit der Hauptmission aussieht, das werden wir dann alles noch erfahren, werde ich dann alles noch sehen. Okay, da ist unsere Hauptmission. Da können wir jetzt aber viele Wege für nach Rom machen. Wir können hier rein, hier die kleine Gasse lang laufen oder hier lang oder wir laufen hier lang oder wir laufen hier lang. Einfach quer durchs Gebäude durch und dann machen wir die Panzer-Action und rennen hier durch. Nein, Spaß. Wir gehen hier, die können ja auch die Hauptstraße lang laufen, also es bleibt ja überlassen. Laufen hier lang, können hier mal gucken, laufen hier so zwischen. Also da bleibt uns der Weg ja dann überlassen. Oh, ich muss. Oh, ja, Entschuldigung, musste mal im Husten. Ich habe das Mikro ausgemacht, dann müsst ihr das Gekeuch hier nicht ertragen. Man lernt ja auch dazu, ne? Ich will euch ja nicht unnötig quälen. Ja, gut. Also das habe ich mir jetzt kleiner vorgestellt. Das ist aber ja schon, ja, das hat ja aber schon eine beachtliche Größe, finde ich, so für RoboCop. So, es stellt sich natürlich die Frage, ist das der einzige Stadtteil? Wechseln die Standorte vielleicht, dass denn dass wir dann eventuell andere Maps hier noch kriegen. So weitläufige Maps wie hier. Wir wollen mal abwarten, ne? So, Aufträge. Gut. Diverse Missionsziele, Polizeiarbeit. Okay, abgeschlossene Aufträge, gescheiterte Aufträge. Okay, okay. Keine Platine verfügbar. Auto, nein. Fertigkeiten. Ja gut, da haben wir ja unsere drei Erfahrungspunkte, die wir noch ausgeben können. Dann haben wir hier unser Archiv.
Das Tutorial, ja, das war das Tutorial. Das haben wir ja gemacht. Das war also das reine Tutorial. Also der First Look war rein Tutorial-mäßig. Hammer. Cool. Also ist man schon mal eine Stunde dabei. Okay, dann würde ich sagen, bevor es losgeht, gucken wir mal, was graden wir denn jetzt mal ab. Ich würde sagen, Panzerung ist erstmal von Bedeutung. Würde sagen, Panzerung machen wir einmal. Ja. Was haben wir hier? Technik. Codeknacker, Verbesserung, verbesserter Sport. Okay. Fokus. Zeitlupe. Erhöhter kritischer Schaden. Okay, das hört sich auch gut an. Was haben wir hier? Scan läuft. Querschläger, sofortiger Scan, Querschläger, Splitter. Okay. Was ist denn Deduktion? Erweiterter Scan, vergrößerte Karte, erweitertes Lernen. Was ist das hier? Gestärktes Vertrauen der Öffentlichkeit. Verdoppelt die Punkte für das Vertrauen der Öffentlichkeit. War es das? Das war's, okay. Gesundheit. Ist hier irgendwas mit Waffen? Habe ich jetzt so nicht gesehen. Vielleicht Kampf? Betäubt Gegner in der Nähe für kurze Zeit. Nachladeschlag. Versteckte Schockwelle. Okay, das ist wohl für Nahangriff. Gesundheit. Sicherungskästen. Autoregenerierung. Okay, stellt langsam bis zu 75% deiner maximalen Gesundheit wieder her. Aber da muss ich dann auch schon die dritte Stufe da erreichen. Okay. Ich würde sagen, verstärktes Vertrauen der Öffentlichkeit. Das machen wir mal. Deduktion. Mehr Erfahrung aus Notizen. Erfahrungspunkte. Ne? Ist ja eigentlich auch wichtig für unsere Erfahrungspunkte. Erweiterter Scan. Durch das Scan entdeckst du häufiger hilfreiche Informationen, wie zum Beispiel die Kombination eines Safes oder kannst versteckte Objekte in Räume aufspüren. Okay. Okay. Fokus. Zeitlupe. Deine Reflexe ermöglichen es dir, für kurze Zeit deine Umgebung in Zeitlupe zu sehen. Ja, gut, das haben wir ja nun eigentlich schon. Es geht zwar nicht lange, aber man kann dann hin und wieder was abballern. Sport. Codeknacker, verbesserter Sport. Okay, Gesundheit. Kampf. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich nicht hier weiternehme. Weil wir denn wohl doch. Senkt die Ergebnisschwellen für die Hauptfigur. Einschlag. Okay. Sie auch nicht. Deduktion, Scan läuft. Ich hätte mir jetzt auch etwas hier mit Waffen gewünscht, dass man eventuell mal seine Waffen upgraden kann. Hier hat man jetzt nur Kampf, Schockwelle, Nachladeschlag und versteckte Schockwelle. Also mehr hat man nicht. Also das ist ja eher gesagt für Nahangriff. Nahangriff. Dann machen wir das. Ganz einfach. So, damit haben wir jetzt unsere Punkte ausgegeben. Ja, habe ich jetzt gemacht. Kann ich jetzt also verlassen oder was? Okay. Gut. Aktuelle Fertigkeiten speichern. Jo. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir mal los. Ach, wir laufen einfach mal die Hauptstraße lang. Oh, da leuchtet was, okay. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you from getting.
Aha, okay. Ganz ehrlich, ey Leute, das sieht Hammer aus, ey. Auch diese alten Telefonzellen, ey, Hammer. Ja, das Übliche, ne? Fehlt immer der Hörer. Das ist auch immer geil. Hallöchen, kann man nicht Hey, scannen? I'll earn less if you hang around here. Ja, weil, Entschuldigung, Mann, alles fit, Mann. One that likes swimming in oil surely must be swimming in money. Okay, wenn ich diesen Big Hammer von Robocop dann At least it ain't raining. See that guy down there? He's an asshole. Oh man, ey. Ah, da hinten ist aber auch noch was, zum leuchtet auch noch was, okay. Ja, gut. Weapons down. Dann gehen wir hier mal rein. Gucken wir mal. Oh, crap! Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business. Which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh. On second thought, you can't do that, because you don't have a warrant, do you? What a douchebag. Reden wir mal mit ihm, wa? Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me?
Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? Gar nicht schwänzen, ich gehe zur Schule. Should not skip school. It is important for them to attend every single class. I stopped listening after should. Ach, du kleine Popierze. Okay, hier können wir dann wohl nichts weiter machen. Okay. Come back with a warrant, cop. Oh. I didn't know you had such amazing colors. And there's not one, but two of you? Your body readings suggest substance misuse. Oh, man, a real, like, TJ laser? You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but... You are my TV heroes. All right. All of the arcade staff will sell to you, as long as you got cash. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You could help me sneak into the basement to keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! Ja, das ist definitiv der Ozean. Alles klar, läuft. Alter! Ui. Open the door. I have the warrant. Upsie, I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Ja, Meister, das ging jetzt nach hinten los. Oh shit. Das war jetzt echt geil, das war ein geiles Bild. Also das Video werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, wie der Typ hier durch die Gegend fliegt, ey, das ist so geil.
Hallo, dürfte ich mal Ihre Brieftasche sehen? Hallo. It's RoboCop! Surrender your weapons. He's coming! No chance! Light him up! Heiliger Mörser, ey. Alter. Das ist ja meine Lieblingsmaschinenpistole, ne? Bin mal gespannt, was noch so kommt. Ich muss aber sagen, wir sind schon widerstandsfähiger geworden. Also das muss ich ja schon mal sagen. Ach, man kann das hier greifen. Das Hallo? Ist da jemand? Hallo? Oh. Wenn die Muni wieder aufgeladen. Let's show him. Oh. Splatter Dude Splatterin. Hammer. Ja, hier auch, aber Alter, ey, Alter, oh, Alter. Ach, ist halt alles lustig, ey. Heftige Sache. Echt kranker Shit, ey. Aber es ist aber auch genauso wie in den Filmen. Diese Gewaltdarstellung. Das ist genau wie in den Filmen, ey, Hammer. Okay, rein da. Open the door or you will regret it. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find Soot? Well, if that's the case, shut it, bozo. Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant. And don't you dare open that door, I'll shoot you! Have it your way. Ach, schon fertig, okay, alles klar. Okay.
Technik Level 6. Okay. Ja, da gut, da machen sich natürlich die Erfahrungspunkte bemerkbar. Safe code. Okay. 47, 72 oder was? Oder wie soll man das jetzt verstehen? Ach, da muss man alles geupgradet haben. Ja, okay. Okay, okay. Ja gut, dann gehen wir wieder nach oben. Auf jeden Fall Laune. Alter, dieses Gedudel wie in Tron, ey. Okay, dann gehen wir mal raus. Okay. So, dann machen wir das doch mal. Überall stehen die Frauen rum hier. Okay. Was ist das hier? Gestohlenes Fahrzeug. Was ist das hier jetzt? Suche nach Suit. Okay. Ah, das ist eine Sekundäraufgabe. Okay, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Bringt uns jetzt aber auch nur 50 Erfahrung. Ist jetzt also nicht, was uns jetzt richtig nach vorne pasht mit XP. 50 nur. Diverse Missionsziele, dienen und schützen, Polizeiarbeit, Straftatsbeweis 375 von 1000, alles klar. Dann
würde ich sagen. Hier kriegen wir schon 100 Erfahrungspunkte. Ja, das ist natürlich dann auch immer dann so mit dem Fertigkeitsbaum verknüpft, denke ich mal. Also wenn man da höher sich da upgradet, ich denke mal, dann gibt es auch mehr Points. Ja, machen wir das jetzt mit dem Auto oder was? Ach komm, wir machen das mit dem Auto. Komm. Machen wir das, komm. 100 um 1 Meter. Wie viel Zeit haben wir rum? Ach, es sind ja schon 31 Minuten. Ah ja, okay. Okay, denn alles zurück. Dann mache ich hier auf jeden Fall jetzt erstmal einen Cut. Dann machen wir im nächsten Video weiter. Ganz einfach. Haben wir eine halbe Stunde. Das ist genau eigentlich eine gute Zeit, finde ich. Wenn euch da irgendwie eine halbe Stunde doch noch zu viel sein sollte, wenn ich noch weniger Zeit machen sollte, müsst ihr das mal in den Kommentare reinschreiben, weil ich mache einfach für mich aus eine halbe Stunde, wo ich dann denke, eine halbe Stunde passt. Ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Man kann auch storymäßig hier ein bisschen weiter vorankommen in einer halben Stunde und von daher gehe ich davon aus, dass alles gut ist. Ja, also, ja. Gut, so viel erstmal denn dazu. Dann würde ich sagen, lass ein Like da, einen Kommentar, am besten ein Abo für meinen Kanal. Dann bist du da immer auf dem Laufenden. Dann gehörst du zur Familie und dann komme ich mein Abo-Ziel von 100 Abos immer näher. Und ja, wenn ich die 100 Abos erreicht habe, dann gibt es wieder ein extra Video. Und dann können wir da ja nochmal quatschen. Oder ich quatsch. Wie auch immer. Und dann passt das. Ne? Alles klar, dann soll das gewesen sein. Macht euch keinen großen Stress. Und dann hören und sehen wir uns in einem neuen RoboCop-Video. Bis dann. Ciao, ciao.